Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich ein Sagamore Rye Double Oak dabei. Ich glaube, so heißt er. Double Oak. Vom lieben Jason, der hat mir den geschickt und einen kleinen Rye-Vergleich. Und ich finde Rye ganz geil. Ich habe hier nochmal ein paar andere Ryes, die ich stehen habe. Ob ich wirklich der Rye-Trinker bin und wie der Sagamore abschneidet, schauen wir uns gleich mal an. Also viel Spaß dabei. Sagamore Double Oak oder Sagamore Spirit heißen sie. Jason hat mir Whiskys geschickt. Ihr habt es bestimmt schon bei dem einen oder anderen gehört. Vielen Dank dafür. Deswegen auch hier oben ein bisschen Werbung eingeblendet. Das ist im Grunde ein Sponsoring. Jason, Whisky Jason für den einen oder anderen. Hier, ich habe eine Karte. Ich glaube, er hat mir schon mal gegeben, der Liebe. Vielen Dank erstmal. Wie gesagt, die Produkte sind gesponsert. Er prunkt einen Produktlaunch auf dem Markt und ich habe gedacht, naja, wenn schon mal ein YouTube-Buddy sagt, hier, verkosten wir meine Produkte, die ich irgendwie mit importiere, ich hätte da gerne eure Meinung, ah ja, warum nicht, dann machen wir das doch mal. Worüber ich gespannt bin, ist, bin ich so der richtige Rye-Trinker? Ich habe hier noch so ein paar andere Ryes und ich, leider schon viel zu leer, deswegen habe ich den mal hier hingenommen. Der Nine Springs Rye ist ein deutscher Rye. Den fand ich einfach ziemlich cool, auch süffig und Preis-Leistung. Da werde ich mal gucken, ob ich den gleich nochmal vergleiche. Werd mir die jetzt erstmal einschenken. Also wir haben einen Sagamore Signature Rye 41,8%. Das ist sozusagen der Einsteiger. Und ich habe viel zu viel von dem Kram. Ich meine, ob es jetzt schmeckt oder nicht, ich würde sagen, kann das nochmal umfüllen auf 2 Cl Samples. Und hiervon geht ein bisschen mehr. Ich muss mal gucken, ich schreibe das, glaube ich, mal in die Kommentare. Dann kann ich euch gerne was zuschicken. Also jeder, der Interesse hat, schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Ihr habt Lust, den Kram zu probieren. Von den zwei wird es sehr knapp. Von der Flasche geht ein bisschen mehr. Dann gucken wir mal, wie das handeln. Schreibt einfach mal im Kommentar oder schreibt mir gleich eine E-Mail. kontakt@whiskybubbler.de. Und dann könnt ihr auch mittrinken. Könnt das Video dann nochmal im Nachgang zusammen gucken. Und dann schicke ich euch einfach ein bisschen was davon zu. War ja gratis, gebe ich gern weiter, in dem Sinne. Genau, das ist ein Riesenhumpen, diese Flasche. Ich finde, die sieht schon ganz cool aus. Ja, auch hier der Korken, schnöselig, hier so das Logo-Design hier unten eingraviert. Es ist schon viel Marketing auch dabei bei dem Produkt, muss man einfach sagen. Aber hübsch gemacht. Wie gesagt, Sagamore Spirit. Ich finde, dieses Sagamore Spirit klingt halt erstmal so ein bisschen, ist das überhaupt Whisky? Ja, ist es. Das, so heißt halt die Firma Rye, ganz fest drauf. Das heißt, wir haben es mit Roggenwhisky zu tun. Der ist, Whisky, die Flasche, warum sie so groß ist, 750 Milliliter. Also hauptsächlich amerikanischer Markt, macht ja auch irgendwie Sinn. Ist ein amerikanischer Import, der jetzt quasi hier nach Deutschland kommt. 48,3 Volumenprozente hat diese Abfüllung. Und das sind 96,6 Proof. Double Oak, spricht war halt in einem ersten Rye-Fass, danach nochmal in ein zweites Rye-Fass gekommen. So kann man sich das sozusagen vorstellen. Ich stelle mal hier hin. Wie gesagt, der hier ist die Fassstärke. Ich muss ihn mal so hinstellen, dass man das vielleicht so sieht. Und das andere ist so ein Signature Rye. Also das ist sozusagen, das ist unser Standardprodukt. Das ist hier nochmal eine Fassstärke. Und das ist jetzt so ein, der hier quasi wahrscheinlich nochmal in ein anderes Fass getan sozusagen. Aber höher abgefüllt. Während der mit 41,8 kommt, kommt der hier in Fassstärke mit 56,1 und der kommt mit 48. Dann muss ich die zwei auch mal drehen, weil ich werde die nach der Fassstärke trinken, denke ich. So können wir das doch einfach mal probieren. Ansonsten hat der liebe Jason geschrieben hier, er will noch mehr Produkte auf den Markt bringen. So Respekt, viel Erfolg auf jeden Fall dabei. Ja, mal gucken. Wird spannend. Da bleibt spannend. Rye, Roggenwhisky, wenn man den jetzt verkostet, ist halt schon was anderes als Single Malt. Ja, da muss man sich bewusst sein. Kann ich nicht an die Nase rangehen und sagen, riecht aber nicht nach Scotch. Nee. Womit muss man es vergleichen? Wahrscheinlich eher mit Bourbon. Und vom Stil würde ich so als, ich bin ja auch kein erfahrener Rye-Trinker, würde ich erstmal sagen so, nee.
ist so eine Mischung. Es geht in die Richtung Bourbon, aber es ist kein Bourbon. Das liegt halt einfach daran, dass es halt Roggen ist. Also ein anderes Getreide. Und das hat man dann auch. So diesen Roggencharakter, den kriegt man rauf. Ich finde, der geht so ein bisschen ins Kräutrige hier. Bei dem Signature. Kräuter, Roggen, Süße. Kommen wir mal drauf an, was man vorgetrunken hat. Aber heute habe ich so ein bisschen Tannennadeln. Also ich habe bisher eher nur den hier probiert. Ja, so gucken, ob ich euch das vorstellen kann. Kann ich irgendwas? Jetzt bin ich mal gespannt. Die anderen zwei sind auch für mich neu. Also hier ist jetzt eher so dieses kräutrige, süße und ein bisschen, ja, dieses kräutrige, so ein bisschen harzig. Interessante Nase, aber wäre jetzt nicht so mein Beuteschema. Die Nase finde ich jetzt, die macht mich jetzt nicht so an. Gehen wir mal zu dem Double Oak. Ah, das ist schon besser. Also der Double Oak hier, der kriegt so ein bisschen was Cremiges, Karamelliges mit, kommt ein bisschen vom Holz. Der Roggencharakter, jetzt wo man das so im Vergleich hat, das ist ganz spannend, weil so Signature Rye, der klingt so ein bisschen nach so, das ist der pure Roggenwhisky. Und hier merkst du jetzt durch diese zweifach mal das Holz drauf, das Holz hat den Charakter geprägt. Wirkt so ein bisschen wie so ein Virgin Oak, ein bisschen klassisch vom Charakter. Wenn man das schon mal gerochen hat, so schon das Holzige ist da. Dahinter verbirgt sich dann der Roggen. Keine kräutrigen Aromen, eher Karamell, Süße, cremig. Immer wieder das Holz. Ja, und dieses Roggen-Süßwaren-Gemisch. Gefällt mir gut. Also die Nase klingt einfach süffig. Deswegen, und hier bin ich auch mehr bei dem Bourbon. Also wer schon mal einen guten Bourbon im Glas hatte, so riecht er jetzt erstmal. Und jetzt der Sagamore Cask Strength Rye 56,1%. Der ist halt von der Nase wieder ein bisschen schwächer als jetzt hier der Holzstempel. Hier, wenn er zurückgeht, hier bleibt dieses kräutrige Wald. Das habe ich hier nicht. Der wirkt mit seinen Volumenprozenten eher die Nase so ein bisschen. Ein bisschen weich. Da fehlt mir ein bisschen was. Also der kommt gar nicht so durch. Ich glaube, die Volumen, der Alkohol, der verdeckt es so ein bisschen, was da eigentlich sein soll. Was ich jetzt eigentlich anders erwartet hätte. Also, dass jetzt hier derjenige mit der mittleren Trinkstärke, naja doch, wenn man es ein bisschen zuhält, da kommt ein bisschen mehr die Röstaromen, das Karamellige. So in die Richtung, kräutrig, eher weniger, jetzt erstmal in der Nase. Aber man merkt auch wieder den Roggen. Roggen, Süße, trotzdem eine sehr weiche Nase. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erstmal hier mal kurz am Wasser riechen muss, weil der Double Oak hat einfach die prägnanteste Nase von allen drei. Ja, auch wenn Portmann da rangeht, der ist viel süßer, viel gefälliger von der Nase. Möchte ich sie verkosten, diese drei Rye, die unser Whisky Jason so ein bisschen hier durch Social Media spült, würde ich sagen. Jeder darf mal probieren, finde ich cool. Ihr kriegt viele Eindrücke, hoffe ich. Von dem einen, der mag mehr Rye, der andere weniger. Gehe euch später nochmal drauf ein. Jetzt werde ich sie erstmal auf die Zunge lassen, mal gucken. Also der Signature Rye, das Kräutrige geht jetzt weg, wenn man so ein bisschen riecht. Das war natürlich frisch eingeschenkt. Hat mir ja nicht so gefallen. Die Nase wird jetzt ein bisschen gefälliger. Der Roggen ist immer noch da. Ich kriege jetzt nicht mehr dieses harzige Baum-Thema. Das ist jetzt irgendwie weg, es kommt ein bisschen mehr die Süße durch. 41,8%, ich lasse ihn mir mal auf die Zunge. Solange war. Oder Cheers. Aber der setzt sich erstmal sehr würzig auf die Zunge. Das ist so eine richtige Gewürzmischung, damit meine ich nicht pfeffrig.
Oft sage ich ja beim Whisky, der Whisky, der kriegt so eine Würze. Das stimmt, aber meistens hat man beim Scotch eher so Pfeffer. Jetzt kann ich das gar nicht so vergleichen. Hier ist jetzt wirklich so ein Gewürzspektrum. Ein bisschen so Dichtearomen, so eine Mischung aus Holz, Würze, die Eiche, bisschen Pfeffer. So in dem Wechselspiel. Und das gleich eingebunden mit einer Süße. Von dem Kräutrigen kriege ich nichts raus. Es ist halt wirklich so vorne auf der Zunge, dass da so ein Aroma ist, was man nicht kennt. Oder der Roggen, so dieser Roggenstil. Ich finde schon sehr süß. Also vom Fass Roggen, Süße, cremig, süffig, einfach aber auch. Klar, er hat andere Aromen. Wenn man jetzt vom Scotch kommt, sagt man, no, das ist schon einiges und Komplexität und so. Da tue ich mich ein bisschen schwer, das einzuschätzen, weil es ja Roggenwhisky ist. Und es hat seinen eigenen Stil. Der ist ja auch sichtlich und den muss man wahrscheinlich auch mögen. Aber dafür ist er sehr straight. Er hat so ein bisschen diese Süße, diese Würze. Mal schauen, was die anderen zwei sagen. Dann kann ich den ersten vielleicht auch nochmal anders einschätzen. Jetzt hier dieser Double Oak. Also wie gesagt, vermut mal, der wurde nochmal in ein frisches Fass reingelegt und dann kommt halt auch gleich farblich, sieht man das ja, viel, viel dunkler raus. Cheers. Ja, viel trockener im Mund. Ist für mich auch gleich so ein bisschen, ja, so ein komplexerer, würziger, mit dem Roggenstil, vielleicht so ein kantiger Bourbon, würde ich sagen. Jemand, der beim Bourbon Whisky so eher das schon so ein bisschen das Harmonische mag, hat hier bei dem Roggen so ein bisschen was Kantiges. Gefällt mir ganz gut. Er ist, so süß wie er riecht, sehr trocken auf der Zunge erstmal. Und hat dann schon einiges an Holz. Der Stil bleibt aber da. Dieses Roggensüße, bisschen pfeffriger sogar. Holz kommt jetzt dazu als Komponente. Holz und Süße kämpfen so ein bisschen, wer die Oberhand hat. Man hat schon so ein, wirkt schon nach so einem Virgin Oak, so voll ausgeprägt aufs Holz. Man muss hier jetzt wirklich Holz mögen bei dem Double Oak. Ich finde das ganz cool. Weil es schon so einen eigenen Stil hat, holzig, würzig, süß in der Combo. Ich hier nochmal zurückgehe. Dann bleibe ich dabei. Der ist eher einfach, straight. Ja, ihr müsst ihn straight nennen, aber es gibt da Verwirrung wegen straight rye. Und hier ist schon dieses Kantige. Kantig. Kantig, voll, würzig. Aber man merkt parallel, also das ist beides Sagamore Spirit in dem Sinne. Habe ich vorher noch nie probiert, noch nie was von gehört, bin ich ganz ehrlich. Heute Premiere, wenn ich nicht vorher die Flasche schon gekriegt hätte und mir es angeguckt hätte. Genau, auf die Webseite mal gucken, findet ihr viele Informationen. Und jetzt die Fassstärke. Ich nehme einen Schluck Wasser auf die Zunge. Auch hier. Der ist einfach komplexer. Ich glaube, das Wasser tut ihm gut. Ich mache da jetzt einfach mal was rein. Finde ich, passt ganz gut. Er ist mehr das Holzige, aber als ist der Whisky, legt sich so. Während, also die zwei kamen so vorne auf die Zunge und man hat sofort diese Würze, die prickelt, dann kommt die Süße. Hier bei der Fassstärke setzt der Whisky sich so rein. Man hat so drumherum, legt er sich erstmal auf die Zunge. Man weiß noch nicht, ist es Holz oder Süße. Und dann blitzt mal kurz das Holz raus und dann wieder die Süße, so im Wechselspiel. Wirkt einfach so ein bisschen
schwieriger greifbar. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ja. Oft hatte ich das so bei diesen, ich vergleiche es jetzt mit Bourbon, ja, hoffentlich steinigt ihr mich nicht, weil es ist rye. Mit anderen Bourbons, die Fassstärken, die waren immer so brachial, boom, mit Wasser rein, geil. Hier muss ich sagen, die Fassstärke, klar, ich mache jetzt mal Wasser rein, gucken, ob er sich da, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen mehr Wasser mit reinmachen. Aber der wirkt jetzt komplexer oder schwieriger greifbar, vielleicht sogar. Er ist halt Fassstärke mit Wasser schon gefällig. Man merkt da nicht den Alkohol. Man kriegt dann hinten raus das Cremige. Wie gesagt, das, was hier vorne ist, kommt dann hinten raus. Kommen jetzt vielleicht, dieser Roggen kommt halt auch wieder stark durch. Durch die Bank weg zieht sich bei allen drei halt dieser Roggencharakter durch. Jetzt gehe ich nochmal auf die Mitte. Okay, der Double Oak ist halt einfach Holz. Ja, die zwei sind schon so ein bisschen ähnlich. Fassstärke, komplexer, ein bisschen breiter. Man kann was suchen. Hier eher straight. Was habe ich von diesem Roggenwhisky? Mein Fazit zu Sagamore. Bevor wir da hingehen, schnappe ich mir jetzt nochmal den Nine Springs. Ist was leer. Das ist ein deutscher Hersteller. Wir waren ja damals bei Nine Springs und dann hatten sie irgendwann diesen Rye rausgebracht. Ich glaube, es gab ein paar Empfehlungen. Der Rye ist richtig gut. Für mich war der Rye, ich meine, steht Rye drauf, Rye Whisky. Für mich war das so ein bisschen Nine Springs Bourbon. Nine Springs harmoniert allgemein super gut mit Zigarre. Deswegen bin ich gespannt, wie diese Roggenwhiskys mal harmonieren, wenn ich mal eine Zigarre rauche. Werde ich den Double Oak wahrscheinlich auch mal probieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Und jetzt probiere ich mal einen deutschen Rye, weil wir haben jetzt ja hier Original Rye aus Amerika, so nach dem Motto. Und hier, obwohl ich glaube, wir sind ja in Europa auch sehr starke Roggenanbauer. Aber Roggenwhisky kommt, glaube ich, ursprünglich aus den Staaten. Die Nase stinkt jetzt ein bisschen ab von den Nine Springs. Muss man so einfach sagen. Also hier ist der Roggen viel präsenter. Bei allen Apfel. Der kommt mit der Fassstärke. Die ist ja von der Nase eher zurückhaltender. Ja, ich habe sie auch frisch eingeschenkt gerade. Daher, ich probiere den jetzt mal. Ja, gefällt mir. Wie gesagt, das ist so dieses Roggen, da habe ich mal Bock drauf, da habe ich nicht Bock drauf. Und so muss ich auch hier die drei Sagamore Spirits eingrooven. Für mich wirken die komplexer und ein bisschen besser als der Nine Springs Rye. Kosten natürlich auch preislich ein bisschen mehr. Ich müsste jetzt wirklich mal die Preise nachgucken, aber macht euch selbst Gedanken, was der Spaß kostet. Ich glaube, teilweise waren die zwischen 60, 70, 80 Euro. Ich müsste mal nachgucken. So um den Dreh, man wird sehen. Die kommen irgendwann auf den Markt, dann könnt ihr euch entscheiden, ob das was für euch ist. Ich würde es so stehen lassen im Sinne von, besorgt euch mal ein Sample schon und dann könnt ihr das herausfinden, ob Roggenwhisky was für euch ist. Per se finde ich es eigentlich ganz cool, dass so ein paar speziellere Abfüllungen aus dem US-Markt hier nach Deutschland kommen. Man kann was probieren. Es ist halt, ich bin ich einfach der Scotch-Trinker. Ne? Ich habe Bourbons da, ich habe deutsche Whiskys da. Aber das ist so ein Spektrum an, keine Ahnung, 10 Flaschen oder 5, 6 Bourbons, 5, 6 deutsche Whiskys, also in Summe so. That's it. Ich kaufe da mir jetzt nicht regelmäßig deutsche Whiskys, Bourbons und so weiter. Das ist einfach nicht mein Genre. Na, das ist schon süffig. Ich muss da die ganze Zeit reinriechen. Auch wenn die so komplex ist. Die will so ergründet werden. Also die Fassstärke. Welcher ist vielleicht mein Favorit? Da nochmal abzuschweigen. Also ich mag die Produkte allgemein. Bin da sehr offen bei Whisky, Cranes, Irish, Exoten, alles. Obwohl Irish für mich zählt eigentlich zu Scotch. Vom Stil ein bisschen cremiger manchmal. Oder meistens. Wenn die drei, also die Nase,
Der Double Oak. Bin ich froh, dass ich die große Flasche habe. Das ist schon ein schöner Stoff beim Probieren. Also ganz hinten ran ist der hier. So. Das ist ein gutes, ich lerne das Produkt kennen. Ich möchte alle drei vergleichen. Dafür ist das Ding da. Mich reißt du nicht vom Hocker, wenn du mir das Ding hinstellst und sagst, oh ja, da will ich eine Flasche kaufen. Würde ich nicht machen. Da bin ich einfach zu sehr dann so in diesem Nerd-Genre, weil ich halt Rye schon kenne. Ja? Ich glaube, es ist ein guter Einsteiger für Rye. Und der Double Oak fasziniert mich von der Holzfracht, aber die Fassstärke von der Komplexität. Oh, das ist schwierig. Die sind für mich gleich auf. Also der wirkt halt so ein bisschen bourbonlastiger, typischer. Der hier hat halt so ein bisschen dieses Kantige noch mehr. Dafür nicht so holzig. Hier ist ein bisschen mehr Holz. Sehr süffig, trotz Roggen, Kanten. Irgendwie findet man doch eine gewisse Harmonie. Damit lasse ich mal stehen. Also ich finde es ein super spannender Vergleich. Danke, Jason, dass ich hier mal so die drei vergleichen kann, sich ein bisschen in diese Roggenwelt eintauchen kann, hier nochmal so einen Exoten rauszücken kann. Und man merkt dann doch Unterschiede, dass hier so aus den Staaten der Roggenwhisky, also von Sagamore, doch so eine gewisse Qualität hat. Ja, das merkt man dann schon. Ohne den Nine Springs abzuwerten, der gefällt mir auch unglaublich gut. Tja. Ich weiß nicht, was sie kosten. Wenn ich jetzt sagen würde, die würden alle jede Flasche je 70 kosten, also ich wüsste es schon, ich müsste nur aufstehen, ich bin zu faul jetzt, soll auch keine Verkaufsshow werden, da wäre mir das ein bisschen zu teuer für mich, für Rice. Ich meine, klar, das ist 750 Milliliter große Flasche, gute Volumenprozente auch die Fassstärke, auch hier ist halt so Einsteigerding. Ich bin ja eh nicht in dem Einsteiger-Genre, ich bin ja meistens am Ende der Fahnenstange und probiere da immer die Exoten. Von daher ist das die zwei auch meine Welt. Mir wären sie ein bisschen zu teuer. So, das muss man mit leben. Gerade weil ich sie halt probiere, ich jetzt, mit Bourbon zu vergleichen. Und ein Bourbon-Whisky, Four Roses, Single Barrel, Maker's Mark, die sind eher so auf dem Preisniveau, von den Prozenten und so. Ach, ich habe lange keinen Bourbon mehr gekauft. Die sind alle teurer geworden. Ne? Da gibt es die ganzen Strafzölle, von daher kann es vielleicht passen. Aber bei mir kommt meistens ein Plantons oder so ins Glas, wenn ich Bock auf Bourbon habe. Die kosten auch 70, 80 Euro. Dann passt das schon wieder. Ja. Müsst ihr für euch entscheiden. Das ist das Gute. Wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, den Double Barrel zu probieren, guckt, was die Dinger preislich kosten. Wenn ihr jetzt Bock auf ein Sample habt und das gratis, in dem Sinne, weil ich kann eh nicht den ganzen Whisky, der hier steht, trinken, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Schreibt mich an, ich schicke euch das Samplechen zu. Ich kann jetzt nicht allen ein Sample schicken, also ein paar, die wirklich Bock drauf haben, schreibt mich einfach an und zahlt ihr den Versand und ich fülle das Ding in eine Flasche ab und schicke es euch zu. So nach dem Motto, so können wir das machen. Würde ich sagen, wer zuerst kommt, die ersten paar, bis ich sage, irgendwie jetzt reicht's. Muss die Flasche auch noch zum Kumpel mitnehmen, der muss auch nochmal probieren. In dem Sinne fülle ich hier nochmal ein bisschen was ab und das kriegen wir schon hin. Also schreibt fleißig in die Kommentare. Erzählt mir mal, ob ihr Roggenwhisky spannend findet, Bourbonwhisky, Exoten. Was findet ihr interessant neben dem Scotch? Oder sagt ihr, nee, ich brauche da nichts. Es gibt ja immer so, der eine mag das, der andere mag das nicht. Ich mag auch alte Blends. Ja. Manche Leute sagen, Blended Whisky, Compass Box, grandiose Sachen. Von daher, da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie weit geht er diese Reise mit. Manchmal ist es auch einfach eine Eingrenzung zum Selbstschutz. Also schreibt es einfach mal in die Kommentare. Heute gab es ein bisschen Sagamore. Vielen Dank, Jason. Vielen Dank, Sagamore. Und ich würde sagen, macht's gut. Schaltet demnächst wieder ein. Bis demnächst. Tschüss.